einmal runterkommen, ihr Lieben. Ich grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. Wir haben den 7.06.2024. Und wir schauen in den magischen Fernseher, was da so los ist in Magiehausen. Okay. Wir haben, ihr wisst, Unterbewusstsein 95%. Und wir haben noch Reflexe in uns drinne, die auf Grundlage dessen, dass der Kopf ja rausgekommen ist, beziehungsweise dass wir unser wahres Gesicht, unser wahres Sein so langsam immer mehr zeigen und uns nicht mehr hinter diesem Pickelgedöns verstecken, immer noch Reflexe. So wie jemand geht an uns vorbei, reißt die Arme hoch und wir, oh, der könnte uns jetzt schlagen. Obwohl der nur die Arme hochgerissen hat, weil er irgendwas machen wollte in der Luft und das gar nicht mit uns zu tun hat. Und in dieser Woche müssen wir halt aufpassen, um uns nicht von unseren Reflexen, die da noch in uns drinne sind, ins Boxhorn jagen zu lassen. Der Spruch dieser Woche: Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir Gedanken haben, Gefühle, dass er, sie, es uns nicht mag oder wir uns gerade lächerlich gemacht haben oder wir bescheuert sind oder dieses und jenes, bitte Bewusstsein zentrieren, in die Mitte wiederkommen, gerne Hand auf Bauch, Hand auf Herzchakra machen. Und dann zu euch selbst sagen, laut oder leise, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ihr euch in dem Moment, wo euch diese Dinge bewusst werden, diese Dinge, die uns noch die Show rennen, unsere Reflexe, Gedanken, Programme, wie auch immer, wenn ihr euch das bewusst macht, also zentrieren, Hand auf Körper, Hände, und das dann sagt, das Gegenteil ist der Fall, löscht ihr in der Bewusstheit und im Hier und Jetzt diese Programme in 0, nichts. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, ist die Wahrheit ja in uns drinne dann verankert. Versteht ihr? Da muss nicht mal was gefüllt werden oder wieder aufgefüllt werden, weil die Lüge verschwindet, die Wahrheit kommt zum Vorschein und es ist so, wie es dann ist. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Ja. Und dadurch fühlt ihr euch stärker, ruhiger vor allen Dingen. Ihr geht immer mehr in diese Buderinenhaftigkeit dadurch rein. Ihr riecht den Braten, bevor er überhaupt anbrennt. Das Gegenteil ist der Fall. Der wichtigste Spruch in dieser Woche. Aber zuerst zentrieren. Damit dann nicht wieder irgendein Scheiß, wisst ihr, wenn er schräg steht, dann kann ja wieder was anderes zum Vorschein kommen, was wir ja nie wollen. Aber so, wenn dir irgendjemand erzählt, der Partner, Kind, da meine Lehrerin hat heute meine Klassenarbeit gefressen, deshalb kann ich dir nicht zeigen, welche Zahl ich gekriegt habe, dass ich eine 1 gekriegt habe. Und dann denkst du dir, ey Keule, das Gegenteil ist der Fall. Damit kommen die nicht klar, wenn du denen das dann vor der Nase haust. Wir sind gespannt, Leute, wir sind gespannt. So, das ist jetzt das Wichtigste vom Wichtigsten für diese Woche. Ich knuddel euch, ich wuddel euch. Ich segne euch, freue mich wieder. Like, weitere Abonnenten, Kommentare. Und bedanke mich auch hier wieder für eure Spenden und eure Zuwendungen. Seid gesegnet, ihr Lieben. Macht's gut.